Jo Leute, was geht ab? Wir reagieren heute auf Tom. Tom war mal wieder an einem Ort, und zwar an dem gefährlichsten Ort in Amerika. Los Angeles. Okay, sorry, jetzt habe ich Amerika gesagt. Scheiße, Alter. Let's go. Wir gehen direkt rein. He's disabled, you know, he's not all. We have rapes, murders, chicks found dead in tent. You're good? You're okay? Have a nice one, sir. Weißt du, warum ich gerade so gespannt bin? Weil Honna weiß es, mein Traum ist es irgendwann mal, erstens nach Los Angeles zu gehen und nach New York und dort vielleicht mal so für ein paar Monate zu leben pro Jahr. Weißt du, so vielleicht so 1-2 Monate, einfach nur so dieses Feeling. Das Ding ist, ich glaube, das ist echt eine schöne Stadt, aber das ist wie Berlin. So vorne, das ist wie im Theater. Vorne ist alles schön, aber lass mal den Vorhang fallen und schau dahinter, dann ist Katastrophe. Alle so ohne Maske. Wo man aufhören muss, wir kennen Aske. Ich hab gerade eine Flasche nach uns geworfen. I give it away to help the community. Ich kann einfach nicht reden, es ist so krank hier. Yo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen heute zum neuen Video. Freunde, heute wird's richtig krass. Ich sag euch so, wir sind gerade in Downtown Los Angeles und hier ist die gefährlichste Area in ganz Los Angeles. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen schon sehen könnt, aber es ist komplett verrückt. Wir werden heute eine kleine Tour machen. Ich werde euch ein bisschen zeigen, was hier so passiert. Deswegen haben wir uns heute jemanden mal gesucht, der uns gleich mal eine kleine Tour gibt, Freunde. Deswegen würde ich sagen, ja, wir starten gleich rein. Let's go. Okay, Freunde, wird vielleicht auch ein bisschen Englisch-Deutsch immer so ein bisschen sein. Ich versuche es zu unterscheiden. Okay, what's your name? They call me Z. And you live here for? Yeah, I live here for quite a few years, about 30 years. I can tell you everything. I'm one of the DTGs. Yeah. And you want to give us a little tour around here? Yeah, this is Midnight Mission right here. It used to be on 3rd Street, but the funding had to move over here, so now... Freunde, ich kann euch sagen, hier ist quasi so eine Bahnhofsmission, wo die ganzen Obdachlosen Essen und so weiter finden. Let's walk this way. This is where they feed the homeless. Yeah. They feed the homeless on certain days. They feed breakfast, lunch, and dinner. But on the weekends, they don't. They just feed dinner. They have to go to two other missions around here. There's about 3 or 4 missions around here that feed at a certain hour. Hier ist quasi, wo die Obdachlosen alle... Ich bin gerade schockiert, ne? Weil das habe ich noch nie gesehen. Und du kennst halt Los Angeles. Ich bin damals so richtig vielen Influencern aus Amerika gefolgt. Und du siehst so diese Palmen, weißt du? So klar. Die Sonne, so das immer... Das Strahlende einfach. Genau, das Schöne. Ich bin schockt. Ja, aber das gibt es überall. Es gibt es auch Frankfurt, es gibt es in Berlin, das gibt es überall. Großstädte sehen immer so aus. Immer. Wir waren in Köln, wir waren auch schockt. Geht mal in Köln um die Ecken, da sieht es genauso aus. Ja. Komm. What's up, man? As you can see, sometimes there's arguments, you know, amongst the lines. Like we see this brother here. He's disabled, you know, he's not out there. That's, bro, you have a lot of people that's mentally capable. They shouldn't be out. They should be under supervision, but they dump them here. So that's where all the trouble starts. You got gangsters. You got all kind of shit down here. They dump everybody in one little melting pot to where there's gonna always be problems down here. But if you get to know the people, a lot of people are scared because you'll get robbed. That's true down here. But now it's kind of like changed somewhat because people are more settled. We like tell them, no, man, leave them people alone. Okay. They're down here to help you. Okay, Freunde, wir sind mal ein bisschen an einen ruhigeren Platz gegangen. Ich wollte euch das nur mal kurz zeigen. How large is this area? Like, you in the bottom. Getting road is large. It goes all the way back. How many streets? Like, 15, 20 streets. Oh. You ain't reached the bottom. You in the heart of the bottom. This here. Das ist gerade wie so eine Kleinstadt, würde ich mal sagen, gell? Ja, Kleinstadt, wo alle Straßen so aussehen im Prinzip. Ja, aber ich will gerade so sagen, guck mal, das ist ja in Los Angeles. Das ist in Los Angeles, sagen wir L.A., okay? Und das sind so 15 Straßen, geht das so weiter. Das ist ja fast wie so ein kleines Dorf, so, weißt du? Ja, klar, aber ihr müsst euch vorstellen, Los Angeles und so ist ja so riesig, deswegen ist da auch mehr Platz für Obdachlose, weißt du? Deswegen sind da 14, 15, 16 Straßen voll mit solchen Leuten. Schon wie so eine Gemeinschaft. Ja. It's the heart. Further down is the bottom. Es gibt quasi 15 Straßen, die parallel sind und auch quer. Das ist ein riesen Schachbrettmuster und alle leben quasi wie hier rechts in Zelten. Und das verteilt sich über die ganze Strecke einfach. Es ist sehr, sehr dreckig, riecht sehr, sehr schlimm. Perhaps can you tell us what dangerous things that happen here? What? You have rapes, murders, chicks found dead in tent, raped, robbed. You have seen somebody? Yeah, I've seen a few days ago, the little brother over there, he was found dead in his tent. A couple people around the corner were found dead in their tents to where? They were, you know, I don't know what they've done. Sometimes people get hot shots, which is this new drug that they add with other shit. Some people, like from harem smokers and people that shoot up, they smoke it out of foil. You don't worry about that guy. A lot of people, they mix it in cocaine and crystal meth, and it kills you. Why does this fentanyl kill you? Why? Because it's supposed to wake you up or pop you up. What's up, man? Warte mal, es gibt eine neue Droge,
die sich die Leute dort auf der Straße nehmen und die sterben davon. Ich glaube, er meint sowas wie, die mixen viel und die sterben daran. Ach so. Glaube ich jetzt, oder vielleicht haben sie es auch nicht richtig. Aber die neue Droge muss doch irgendwas haben, dass es so viel aggressiver ist. Nee, ich glaube, der will sagen, dass Leute durch Mischungen sterben. Nicht eine neue Droge. Hast du eine neue Droge gelesen? Das hat er doch eben gesagt. Ja, habe ich nicht gesehen. You up, but it does. They add it with too much shit, and it'll just pop you off. This street here, where I got you on this street, you can walk down the street and somebody pull a gun and shoot you, you know. It could happen to anybody. People that are mentally unstable have access to guns and shit like that. See, this is San Julian Park. Yeah. But see, the thing is, you got to keep the code of the street. You ain't supposed to know it. I'm just going to show you what you need to know. Why Skid Row is the way it is. You know, certain things I can't tell you. So I want to get you a little bit more. You have done drugs before? Oh, man, I'm an ex-addict. I got clean down here about 15 years. Cocaine was my drug of choice. I used to smoke crack cocaine. We don't know what the system is doing down here, but it seems like the system is trying to bench everybody in one area. So it's easy to get their quota, especially the police. We need to arrest some more people, so guess where they come? Right here. The police station is across the street over there. So all they got to do is walk out and say, you got a ticket, you got a warrant, you got to bring them in. Alle werden auf diesen Fleck hier als Schandfleck abgeschoben, können hier auf den Straßen leben. Da drüben macht einer gerade Feuer, das ist denen hier zu Hause so. Dann kann man halt immer sagen, passiert die meiste Kriminalität und deswegen ist das quasi so ein Schandfleck. You have seen somebody who died? Guy got shot in the head, right in front of him, and he just fell out. How does it feel to see it? It's very sad, man. If you don't have feelings, how you gonna make it? You gotta have that point of fear down here, because it makes you stay. Das ist schon krass, was sie dort erleben müssen. Das ist schon krass. Dass er so eine Person sieht, die vor seinen Augen erschossen wird und so, der hat keine Emotionen in dem Moment. Das ist so sein Leben irgendwie. Das ist sein Leben, ja. Das Ding ist in Amerika, das darf man halt auch gar nicht mit Deutschland vergleichen. Ja. Weil Deutschland ist ein Sozialstaat. Wisst ihr, in Amerika ist das nochmal ein bisschen anders. Die haben da keine Krankheitsversicherungspflicht, weißt du, dass du das machen musst und so. Sprich, wenn du krank bist und du kannst dir das im Prinzip nicht leisten, dann bist du am Arsch, weißt du? Ja, und ich denke, dass darunter leiden auch viele Menschen Jobs finden. Das ist nicht wie in Deutschland. Ja, und wenn du obdachlos bist, dann bist du halt wirklich obdachlos. Ja. Da gibt es echte Obdachlosigkeit, weißt du? Genau. Und das ist halt krank, sieht man ja auch. Das ist auch ein bisschen so, ich weiß nicht, das ist extremer als hier in Deutschland. Weil bei uns haben wir Obdachlose. Gut, in den Großstädten hab ich das nie so richtig beobachtet. Aber hier bei uns in der Stadt, wenn man so Obdachlose hat, die schlafen dort, die sind ruhig und so. Aber ich glaube, dort so... Da sind halt sehr viele. Da traust du dich halt niemals rein. Ja. Du hörst, da werden Leute abgeknallt. Ja, genau. This is all about survival tactics here. The area, walk down... I wouldn't go further down. Freunde, was mir gerade auffällt, man merkt ganz klar, dass er weiß, bis zu welcher Straße er gehen kann, wo dann anderes Gebiet beginnt. Hier ist, glaube ich, jetzt anscheinend Ganggebiet. Boah, die haben sogar so eigene Reviere, weißt du? Ja, deswegen, er hat ja gesagt, wir gehen lieber nicht weiter, weil da ist so die Gang. Da sind so die Gangs. Ja. Und wenn du irgendwas falsch machst, stell dir vor, du filmst in deren Gebiet. Ja. Weißt du, was ich meine? Lieber deswegen, nicht. Deswegen, ich finde es schon krass, erstens, dass er sich traut. Weil guck mal, in Deutschland... Überhaupt zu filmen, du kannst so mit denen, ja, ich würde niemals mich... Also, ich würde mich nicht trauen, da durch diese Straßen zu gehen, ja. Du bist in einem anderen Land, du bist gar nicht geschützt oder so. Sure. Du gehst aber da noch mit der Kamera rein und Kamera provoziert halt die Leute, weil die sich so denken, was filmst du uns? Genau, der hat es ja schon mal gemacht, ne? Ja. Wo war das nochmal genau? War das nicht in Frankfurt? In Frankfurt, glaube ich, gell? Ja. Genau, der hat es ja in Frankfurt gemacht und Leute, diese Obdachlosen, reagieren ja auf Kameras so empfindlich, weil die selber meistens nicht merken, wo die eigentlich drinstecken. Deswegen wollen die es vermeiden, weißt du? Ja. Weil die denken so, ich komme da raus, ich mache das nur ein bisschen. Und dann vergehen Jahre. Ja, und deswegen wollen die nicht, dass Leute das sehen. Oder die wollen nicht, dass die Familie das sieht. Oder irgendjemand. Ja, allgemein irgendjemand, glaube ich einfach. Ich bin gerade nochmal gefragt, ob er hier wirklich gelebt hat, für wie lange. Und 30 Jahre irgendwann ist einfach der Zeitpunkt gekommen, wo man aufhören muss. Can I ask you? Ich hätte gerade eine Flasche nach uns geworfen. Okay, egal. Ich habe jetzt was Wichtiges herausgefunden, dass da drüben gerade zu viel Aktivität war. Das heißt, wenn du siehst, dass zu viel Bewegung, Unruhe herrscht, dann soll man sich einfach verpissen, so schnell wie es geht. Und deswegen sind wir gerade in die andere... Ich feiere ihn, wie er die ganze Zeit sagt, right. Der ist echt sympathisch, hier muss man sagen. Er wird ganz korrekt. Gegangen. Zu dieser Situation gerade, als er eine Flasche auf uns geworfen hat. Angie meinte gerade, dass er sie auf sie geworfen hat und Mittelfinger gezeigt hat und wegen der Kamera halt gesagt hat, dich, God bless you too. Pam. Freunde, wir haben auch gestern eine Dame getroffen. Bro, der hatte gerade so Schwitzen. Die macht so Zittern nicht. Ich hab gesagt, stell dir vor. Ich schwöre, der hat gerade so Zittern. Der hat so gemacht. Der so, God bless you. Hallo. Hello, hi.
Hello. This is my house. I have a bed. I'm not on the ground. And is this your closet? No, this is a giveaway. So you can make some... No money. I give it away to help the community. People give them to me, you know, after they leave, and I still have clothes for them. So if you have clothes left over, you give it to people who need it? Yes, sir. That's very nice of you. Yes. Sie will uns mal unser... Guck mal, das wollte ich auch nochmal erwähnen, gell? Obdachlose, die nichts haben, schenken mehr als Menschen, die viel zu viel haben. Ich schwöre. Und ihr müsst euch vorstellen, sie sagt, nein, ich verkaufe das nicht, um Geld zu machen, sondern ich verschenke es hier der Community, die Leute, die hier arm sind, wie ich. Und die schenkt es denen. Um denen zu helfen. Um denen zu helfen, obwohl sie selber nichts hat. Weißt du, was ich meine? Ich hätte es auch gedacht, dass sie es verkauft, um Geld zu machen und um ihre Sachen zu finanzieren. Ja, dachte ich auch erst. Zelt zeigen. This is your little home. Yes, sir. I try to keep it clean as possible. I cook out here. I have a TV and a generator. Is this your food? Yes, I cook on these. I have an ice chest. Do you have to pay to be here? No, sir. How you get money to buy food? I am on a general relief assistance. I appreciate you guys. Yeah. Thank you. It's only what you make it. Gotta have faith out here. The more you keep faith, the more you keep strength, it'll take you up and up. You're a very sweet person. Thank you. Thank you very much. And it's only 20, but perhaps it will give you some food. Just keep going. Don't give up. Ich kann euch nur sagen, sehr, sehr... Guck mal, die war gerade richtig sympathisch und sie wirkte im Kopf immer noch klar. Weil nur Leute, die auf der Straße leben, heißt ja nicht, dass sie direkt mit dem Kopf weg sind und das ist Feierabend mit diesen Leuten. Ja. Manchmal Leute, die sind einfach obdachlos geworden, weil Job verloren, keine Ahnung, irgendwas mit der Familie. Ja, irgendwie ist irgendwas, in die Brüche, ja. Ja, die sind krank geworden, konnten sich es nicht finanzieren, irgendwie sowas, weißt du? Aber ihre Obdachlosigkeit wirkte irgendwie gerade so ein bisschen... luxuriöser als bei anderen. Ja, so luxuriöser, aber auch so strukturiert sind. Macht so, ich habe hier meinen Bereich, hier. Die hat so ein Dach quasi über dem Kopf, so mit Bett und so, weißt du? Ja, die hatte schon viel für, im Gegensatz zu anderen, würde ich sagen. Diese Frau, die hat eigentlich gar nichts so und verschenkt noch ihre Klamotten, will irgendwie versuchen, jenen zu helfen. Das ist immer so das Ding, wisst ihr, Menschen, die nichts haben, die einfach... Das ist so meine Schwachstelle. Fragt jeden aus meiner Familie, wenn es um sowas geht, gell, ich gebe dann direkt zu viel Geld so. Ja. Weil ich mir so denke, oh nein. So die gibt Trinkgeld 5 Euro. Trinkgeld. Ja, ich habe mein Essen 10 Euro bezahlt, 5 Euro Trinkgeld. Ich so, hier, du warst echt sehr, sehr nett. Ich wahre. Aber jetzt nicht beim Kellner, sondern so, keine Ahnung, ich sehe auf TikTok so, Mädchen macht sich, ja, meine Katze muss operiert werden. Dann zeige ich es Horner, fang an zu weinen. Horner so, Gott, dann spend die Geld. Ich so, auf PayPal, ich wünsche dir ganz viel Glück. Weil Tutti, guck mal, Leute. Also, mich berührt es auch, gell, weil ich liebe ja Tiere, ich liebe Tiere mehr als Menschen. Ich komme mit Menschen nicht zurecht. Ja. Ich mag nur Tiere. Und, ich bin euch da ganz ehrlich. Zum Glück bin ich ein Hund. Und das Ding ist, Tiere tun mir leid, weil ich denke, mit Tieren können sie sich selbst nicht helfen. Und Menschen könnten sich theoretisch selbst helfen, weißt du? Aber Tutti, sie findet jedes kranke Tier auf der Welt will sie retten. Ich denke mir, das ist unmöglich. Auf denen. Also spendet gerne uns, dann spenden wir es den Tieren. Es ist möglich, wir müssen nur zusammenhalten. Ich weiß euch. Ja. Helfen. Ich meine, die Menschen liegen hier auch einfach rum auf der Straße, alles ist voll. Hello? You're good? You're okay. Have a nice one, sir. Ich kann einfach nicht reden, es ist so krank hier. Leute, hier ist halt einfach die krass. Hast du gerade gesehen? Ja. Alles gut, du bist gerade traurig. Ja, warum? Warum? Ja, weil es traurig ist. Ja, aber er macht so, komm, wir gucken mal noch ganz kurz. Ey, wir sind emotional ganz anders, ich bin ein Psychopath. Der sagt, es ist so krass, ich glaube das gerade nicht an. Da fährt der Typ mit dem Fahrrad vorbei. Hui! Das habe ich nicht gesehen. Guck mal jetzt in dem Fahrrad, der macht so, hui! Warte mal. Ich kann einfach nicht reden, es ist so krank hier. Leute, hier ist halt einfach die... Er wollte gerade eine emotionale Szene aufnehmen. Oh nein, das klingt gerade den Bein. Er macht so... Wii. Ey, immerhin, er ist happy so. Ja, wenigstens einer. Ich sag euch ehrlich, hier ist einfach so getummelt. Ich meine, im Hintergrund sieht man die Skyline so. Ich meine, guckt ihr mal an, wie dreckig das ist. Alle liegen hier schon fast wie Leichen einfach rum. Einfach viel zu schlimm, sowas zu sehen. Und wenigstens bekommen die alle dreimal am Tag Essen, was ich eigentlich echt schön finde. Die versammeln sich halt jetzt immer hier. Okay, Leute, ich wollte euch nochmal, wir sind nochmal eine Parallelstraße gegangen, ich will euch das nochmal alles zeigen. Hier ist, wie gesagt, alles voll, das ist ganz hinter, das sind 15 Straßen, die weit und breit einfach nur mit Zeltlandschaften voll sind. Ich glaube, alles, was sie finden auf den Straßen, behalten die einfach und versuchen daraus irgendeinen Nutzen zu machen. Ich meine, im Hintergrund sieht man... Boah, guck mal, das ist krass. Das ist Los Angeles und das ist Los Angeles. Weißt du, was ich meine? Ja.
wenn man es so im Kontrast sieht, man denkt sich so, what the fuck? Das zeigt kein Mensch. Guck mal, die ganze Straße war voll. 15 Straßen. Würdest du jetzt immer noch gerne nach L.A. gehen, wenn du das so siehst? Das Ding ist, ich würde eigentlich gerne nach L.A. gehen, weil ich mag einfach zu reisen. Ich will viele Experience machen. Aber das ist... You know, like... wenn wir schon im Englischen sind. I don't like to travel. Nein, Spaß. Aber ich finde es halt so... Ich finde es schon krass, dass das Eigentliche so ausschaut. Weißt du? Voller Dreck, voller Obdach. Ja, aber ist das das Eigentliche? Weil es kann ja auch sein, dass das Schöne das Eigentliche ist. Das kann ja auch so... Ich weiß nicht, so beides. Das ist ein Mix. Du entscheidest halt, wo du hingehst. Ja, aber das wird halt nie gezeigt. Weißt du? Ich würde immer noch gern hingehen, weil im Endeffekt so... Das gibt's überall. Das gibt's halt überall. Du kannst es nicht vermeiden, aber das ist halt extrem, ne? Die riesen Skyline und hier ist einfach im Downtown alles irgendwie gefühlt am Arsch, so. Leute, ich wollte einfach nur mal fahren und euch zeigen, was hier auf den Straßen abgeht, wie großflächig das einfach ist. Leute, es gibt einfach verschiedene Areas. Hier sind wir gerade rumgelaufen und hier wurde einfach uns gesagt, wir sollen lieber die Kamera ausmachen oder wir sollten lieber weggehen, weil die einfach, hier ist halt ein bisschen so Gang- und Drogengebiet. Davon sollten wir uns einfach fernhalten ein bisschen. Leute, einfach jede Straße von diesen 15 Querstraßen ist einfach voll mit Zelten, so. Ja, Leute, ich will nochmal Revue passieren lassen, was einfach so gerade war. Das Ding ist halt, ich weiß überhaupt nicht, ob das rüberkommt. Wir haben uns gestern schon ein bisschen über diese Gegend hier informiert und wir haben auch mit einem Security geredet, der hier tagtäglich arbeitet. Und ich habe ihn gefragt, was hast du Schlimmes alles gesehen? Und er meint, er hat gesehen, wie hier ein Zelt abgebrannt ist, weil es ist halt, glaube ich, so, dass man trotzdem Miete zahlen muss, um überhaupt hier sein zu dürfen. Also man muss, glaube ich, an Leute Geld abdrücken, damit man überhaupt hier sein darf, vor allem in gewissen Bezirken. Und wenn man das nicht mehr bezahlt, dann wollen die dich halt vertreiben. Und bei ihm war es so, die haben sein Zelt dann angezündet, weil er nicht mehr gezahlt hat und der Mann ist mit lebendigem Leibe verbrannt. Der Security hat es live gesehen. Gestern hatten wir noch andere Interviewer, die meinten, dass er jemanden gesehen hat, wie er einfach erschossen wurde oder er wurde mit einem Messer erstochen, weil der andere eine Waffe gezogen hat. Man merkt auf jeden Fall, dass jeder irgendwie was anderes erzählt, dass hier sehr... Ja, ist krass. Das ist halt krass, das, ne? Das Ding ist, uns ist klar, vor allem in Amerika, die Kriminalitätsrate ist enorm hoch. Also das, was die da machen, das ist krank, das ist unmenschlich, ja? Aber trotzdem so zu hören... Ja, ist auf jeden Fall krass. Man kann es halt mit nichts vergleichen. Amerika, allgemein Kriminalitätsrate und so, das ist ja auch nochmal ein anderes Level als in Deutschland. Weißt du, was ich meine? Deutschland würde sowas nicht zulassen. Nicht in diesem Maße, würde ich sagen. Ja, die ja, würden ja nicht 15, 20 Straßen wie ein Schachbrett ausklammern und sagen, das ist das Gebiet, da dürft ihr euch aufhalten, das ist nur für Obdachlose, Arme. Die schieben die da so ab. Genau, irgendwie. Das ist wie so, alle versammeln sich dort, weißt du? Und das Ding ist, Deutschland würde sowas niemals zulassen, deswegen kann man das halt auch nicht mit Deutschland vergleichen. Ja, trotzdem, das sind ja auch Menschen wie wir. Ja, genau, das ist halt trotzdem traurig. Ich glaube, ich würde mal sagen, wir beenden das Video an der Stelle, ja, aber es gibt nur noch 30 Sekunden. Danke, Tom, dass du hingegangen bist, weil jetzt konnten wir das mit dir zusammen erleben. Ja. Und ich würde sagen, Leute, liken, kommentieren. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr auf JT Family. Ist ein neues Video online gekommen. 18 Uhr, checkt es ab und tschüss.